doch. Ich will auch mal mit dem Boot hier die Küste erkunden. Ist auch Ach mal ganz Mist, nice. warum wird das denn schon wieder dunkel? Ich habe ja noch nicht mal mit meinem Grundriss vom Haus angefangen. Lass es knacken gehen gleich mal. Jupp. Komm schnell wieder zum Haus. Naja, was wollen wir denn mit dieser Hütte hier anfangen? Das hier, diese Hütte, die wird auf jeden Fall unser Lagerraum bleiben. Aber wir werden uns nebendran jeweils immer noch ein Häuschen bauen. Ja, ich komme mal gerade mit. Moment, Hundi, geh rein. Ja, Hundi, entweder rein oder raus, entscheide dich. Selim, sag deinem Hundi mal bitte, dass er mitkommen soll. Ja, hier, komm mit. Nein, das ist dein Hundi. Dein Hundi steht draußen. Ja. Dein Hundi rafft es einfach nicht. Naja, okay, zu spät. Komm, lass es knacken gehen. Moment, wo ist mein Hundi? Der ist irgendwo draußen. Dahin, oder? Ha? Geht der automatisch dahin oder wie hast du deinen dahin bekommen? Mein, der geht. Normalerweise gehen Hunde durch Türen. Geh rein. Jetzt. Ah, verdammter Hund, geh rein. Na, geht doch. So, wunderbar. Ich werde einfach mal hier gerade runterjumpen. So. Wollen wir knacken gehen? Ja. Okay. Dann haben wir nämlich auch wieder ein bisschen Tag und werden dann endlich mal anfangen, irgendwas Produktives zu machen. Und zwar zum Beispiel an den Häuschen weiterbauen. Gell, Hundi? Genau, und das Erkunden vergessen, oder wie? Warum? Ich weiß nicht. Was soll denn jetzt Priorität sein? Weiß ich auch nicht. Also. Lass uns erstmal anfangen, unsere Buden zu bauen. Ich denke, ansonsten ist es für die Zuschauer ja nicht so richtig interessant. Weil wenn wir nur erkunden und suchen und irgendwie Höhlen können wir auch ein andermal erkunden. Ich weiß, das hier wird erstmal auch langweilig, aber wenn dann irgendwie so ein Haus entsteht, das ist meiner Meinung nach immer extrem interessant. Schaut euch echt mal die Texturen an, die sind teilweise richtig schwarz, die da runterkommen. Ihr seht's ja. Ich mach mal das so, ich lass das mal so. Vielleicht schaut's ja besser aus. Und ich würde sagen, das Lagerhaus, wenn es dann fertig ist, oder beziehungsweise wenn wir unsere Hütten anfangen, dann werden wir einfach nur ganz viele Kisten da reinstellen, also so viel wie geht. Dann haben wir da immer so ein bisschen Lagerraum und zur Not werden wir dann halt immer in unsere Häuser noch. Ich mache die manchmal immer so, dass ich benenne nach Futter oder Stein. Ja, richtig, sowas. Das kann man machen. Das werden wir auch machen. Kommt drauf an, wie viele Kisten reinpassen. Ach du Scheiße, deine Kiste ist ja randvoll. Ich weiß. Irgendwann werde ich die Sachen auch los, wie die Saplings und so weiter, die werde ich dann irgendwann auch pflanzen. Gell, Schaf? Butter. Umdrehen. Ich werde es jetzt machen wie Gronkh. Ist mir egal. So. Ist das Schatten oder. Ja, so, das ist Schatten. Die Texturen sind gar nicht schwarz. Hm. Wann besorgen wir uns denn eigentlich Lava? Weil. Lava, wenn wir dann wirklich anfangen, Höhlen zu erkunden. Ich würde sagen, dann machen wir das. Okay. Ich habe jetzt gerade nichts Brennbares. Ah, ich halte da gerade was in der Hand, Holz. Okay. So, dann haben wir hier das auch schon fast abgetragen. Ach Mist, geht ja gar nicht. Na, machen wir erstmal das da. Können wir uns nachher hochbauen. So, wir werden den Stein, der so fröhlich in der Luft schwebt, einfach mal mitnehmen. Aber Minecraft kann ja physikalische Gesetze außer Kraft setzen, das ist ja total egal, ne? Also Minecraft macht das einfach, weil es das kann. Wen interessiert schon Gravitation? Lass es einfach in der Luft rumstehen. Lass es einfach in der Luft rumhängen. Gell? Selim? Alter, ist das dunkel hier. Das ist ja unglaublich. Ich werde einfach mal hier die ganze Grundfläche abtragen. Dann haben wir auch ein bisschen Platz für unser Häuschen. Ich werde auf jeden Fall hier nur so ein kleines Eingangstürmchen machen. Und das echte Haus wird dann eher erst unterirdisch verlaufen. Ach Mist, die erste Schaufel hat es dann schon zerlegt. Ah, mal gucken, wie groß das hier ist. Stopfen.
So, dann hier und da und den Baum, der muss auch gleich weichen, tipp ich. Also das tipp ich nicht, das wird so sein. So. Ja. Ich komm mal zu dir. Ja, vielleicht. Ja, das. Wenn du mir ein bisschen beim Abtragen helfen könntest, wäre es sehr nett. Dann habe ich nicht so viel Arbeit. Und wenn du Hilfe bei deiner Hütte brauchst, kann ich dir natürlich auch helfen. So ist das nicht. Ja, so, den Baum, der wird gleich. Bei Schlägen kaputt. Die Schaufeln, die Steinschaufeln, die gehen aber auch immer extrem schnell kaputt. Das ist unglaublich. Ja. Muss aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. So, dann werde ich mal den Baum mitnehmen. Ist ja wieder so ein Imba-Baum. Ach du Scheiße. Diese Spitzhacke, die hatte ein Drittel Leben, sage ich mal. Oder ein Viertel. Die ist nach einem Schlag kaputt gegangen. Ja, das gibt es teilweise. Minecraft, wie gesagt, setzt alle Gesetze außer Kraft. Weil es einfach kann. So, und den Megabaum nehmen wir mal mit. So. Dann wird der jetzt auch irgendwann in Stücke zerfallen. Hoffen wir's. Klau mir einfach meine Spitzhacke dort. Ja, tu das. Achso, ja. Hier liegt noch was rum und den Baum, den werde ich auch mal hier. So. Direkt mal unter mich so ein bisschen. So. Dann kann ich den auch mitnehmen. Dann habe ich nämlich genug Platz, um mein Häuschen anzufangen. Beziehungsweise, ja, erstmal die kleine Eingangshalle. Ach, so. Moment. Ich habe eine etwas lustige Idee. Und zwar? Ich mach gleich mein Schild. Schild. Ach, und was ich, ist zwar total, doof, aber wenn ich genug schwarze und weiße Wolle habe, werde ich hier auf den Vorhof so ein dickes Haar machen. So ein Haar mit weißem Rand. Ich bin mal gespannt, ob die Zuschauer wissen, was ich da mache, wenn ich dann ein Haar, ein weißes Haar auf schwarzem Grund mit einem weißen Rahmen. Vielleicht hat irgendjemand von euch ja einen Plan, auf was ich da anspielen will. Ach so, ich wollte gerade fragen, aber jetzt weiß ich's ja. Weißt du's? Ja. Okay, aber eigentlich offensichtlich. Ja, okay, also für die Leute, die es kennen. Aber weißt du, keine Ahnung, ich bin so ein Suchti, wenn es darum geht. Oh, ich mach mal so, dass es ein bisschen realistisch aussieht. Um den Haar meinst du? Ja, genau. So. Dann werde ich hier mal so ein bisschen auffüllen, dass es mal wieder so einigermaßen realistisch aussieht, aber ich genug Platz für das Haar habe. Die Blumen hüpfen auch hier einfach sinnlos rum bei mir. Naja, diese Bugs immer. Ja, aber sei froh, es leckt ja nicht mehr so heftig, wie es vorher geleckt hat. Genau, das ist ja wichtiger, denke ich mal. Ja. Sind auch alle Chunks bei dir geladen bisher? Also ich habe ja deinen letzten Part mir angeschaut, da hast du irgendwie am Abgrund gestanden und Sand abgebaut. Das war ja sehr interessant. Ja, natürlich, weil wir sehen konnten, wo was ist, aber die natürlich diesen Vorteil nicht genutzt haben. Ja, das ist auch total der Vorteil. Cheater! So, wie machen wir das denn jetzt? So, ich werde mal gucken, welche Grundrisse brauche ich denn. Lass mich mal überlegen. Ich brauche 2x2, dann mache ich außen 4, dann mache ich 4x4. Ich werde mir das direkt schon mal mit Holz abstecken. Bla, dann mache ich mir bla. Ersetze die Wolle damit. Nein, meins. So. 4x4. Oder soll ich es doch größer machen, die Eingangshalle? Ich mache eine größere Eingangshalle, aber lass mich mal überlegen. Dann mache ich hier so ein Andenken. Ups, so ein Schild als Andenken. Moment. Und als Andenken an was? Zeige ich dir gleich. Okay. Willst du gleich sehen, was da steht? Moment. Ups. So, lass mal abstecken. Ich mache erstmal mit Dreck. Ich würde sagen 6x4 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal 1, 2, 3, 4. Nee, das ist doch popelig. Das ist, als Eingangshalle ist das schlecht. Dann erweitere ich das mal. Wie viel ist heute? Moment, der 30. Der 30. Ja. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich weiß leider nicht, wie man diesen Kreuz macht hier am PC. Aber nein, ich mach da mal einfach ein Sternchen im Plus. Wann haben wir Let's Play angefangen? Oh mein Gott. Das ist schon einige Zeit her. Also ich hoffe, die Zuschauer entschuldigen das, aber ich guck mal schnell nach. YouTube. Oder nee, ich mach da einfach Fragezeichen. Nein, warte. Ich mach das schon. Blablabla, mein Kanal. Uploads. Dann mein erster Minecraft-Part. Star Wars.
Oh mein Gott, ich bin bei Part 30, 100 Abonnenten Special, 28. Part 28 ist ja unheimlich oft geguckt worden. Also der hat bei mir jetzt irgendwas mit über 250 Views oder so. Das ist schon nicht wenig. Freut 28, mich. Welches war das jetzt? Das, wo wir für längere Zeit dann, glaube ich, aufgehört hatten. Ach so, ja. Wir hatten angefangen vor, am 23.04. Ah, fuck, was war das denn? Ach, das ist ja schon fast ein Monat. Morgen ist ja sozusagen der einmonatige. Das einmonatige Jubiläum. Ja, 29. oder? Nee, 23. hatte ich doch gesagt, glaube ich. Ach so, dann ist es nach einer Woche. Schade. Ja. Zu früh gefreut. Tja, aber so. Aber ich habe so eine kleine Idee vielleicht, aber will ich jetzt nicht verraten. Vielleicht, wenn wir uns privat unterhalten. Ja, können wir machen. Ich mache es jetzt einfach mal so. Ich guck mal, wie das aussieht, wenn ich das ein bisschen weiter nach vorne setze. Guck mal hier. Ja, gib mir gerade einen Moment. Ich mach's achtmal. Achtmal, wie viel mache ich denn? Ach, kann man Schilder neuerdings auch so schräg? Das ging immer. Hier ruht Mount Creeper, ja, wie gesagt, ach, wie toll, cool, ja, weil ich hier den ganzen Berg ja abtragen musste. Genau, aber wir könnten auch mal einen Friedhof, nee, das ist ja geklaut von der Let's Show, vielleicht von Kronk, aber geklaut sage ich mal nicht, aber würde ich auch mal gerne machen eigentlich, so, ja. So ein Friedhof mit so ein paar Schildern. Ja. Ach, oder guck mal, sind dann genau die Grundrisse von meinem Haus, von unserer Hütte dann auch. Ist das dann nicht ein bisschen zu übertrieben? Weiß nicht. Nee, ich hab ja auch, wenn nicht sogar was Größeres da unten. Ja, das ist erstmal die Eingangshalle. Dann grabe ich erstmal runter. Ja, erstmal, ja. Und das ist die Eingangshalle. Das ist auch mein Haus, ja. Nee, unten drunter nicht dein Haus. Und dein Haus erweiterst du am besten in die andere Richtung. Ja, hier unten kannst du ja so eine Falltür machen und mein Durchgang kann. Nö, ich mach das mit Leitern. Ich mach das mit Leitern, nur. Ach Mist, das ist ja nicht symmetrisch. Ah, wo Symmetrie nicht ist, wird Symmetrie werden. Ich mach mir das dann nachher ganz einfach. Aber erstmal gehen wir knacken in Selims Bude. Die werden wir erstmal als Schlafquartier nutzen. Ui. So als kleine Kaserne. Richtig. Genau, geh mal knacken. Ich lieg schon. Dann können wir nämlich direkt gleich weitermachen. Lalalala. Okay. So, weiter geht's. Ja, genau. Oh mein Gott, ist das hier schon ein Flachland wieder geworden. Und ich würde mal sagen, wo haben wir denn. Wo ist denn am besten, dass ich dann runtergrabe? Hier und da. Das heißt, da kommen dann immer jeweils zwei Leitern hin. Oh ja, das ist wunderbar. Dann komme ich hier rein. Mach eine. Ja, hier kann man sich ja eine Doppeltür eigentlich erlauben. Oder da. Ich hätte mal so Lust, ich habe ja eben was von Friedhof gequasselt. Nicht nur ein Friedhof, sondern so eine Denkstätte mit Schildern, wo Datum stehen. Da und da haben wir das gemacht, da und da haben wir das gemacht sozusagen. Vielleicht könnten wir ja mal am Ende diesen Durchgang sozusagen oder diese Denkstätte mal zeigen, was wir alles bisher gemacht haben, wenn irgendwann das Let's Play vorbei ist. Das Let's Play wird so schnell nicht vorbei sein, hoffe ich mal. Ja, aber da haben wir dann richtig viele Schilder und Erinnerungen, wann wir was gemacht haben und so. Richtig. Ist so, auch mal schön. Ah, wie sieht's denn realistisch aus? Sag mir das mal. Ist das. Ach ja, wir müssen ja hier noch so. Ah, Mist. Realistisch sieht's aus, wenn du das mal füllen würdest. Ja, glaube ich auch, langsam. Ja, weil ich möchte hier oben so ein bisschen erweitern. Ich weiß, es könnte am Schluss theoretisch richtig blöd aussehen. Moment, brauchst du Erde? Hier. Nö, ich hab noch. So. Oh, du hast mich eingegraben. Ich bin fast am Sterben. Hör mal auf. Sorry, das war jetzt echt nicht extra. Wir machen es einfach mal nicht wie Gronkh. Gronkh hat sich ja geschworen, keine Hohlräume, aber ich würde sagen, mir ist das recht egal. Weil wir sowieso da nicht in nächster Zeit nicht drunter bauen werden. Und was man hier für einen Dreckverbrauch hat. Also, huch. Oh, warte mal, Scheißdreck, gell? Dann werde ich hier einfach auch mal so einigermaßen so ein bisschen anbauen, dass, als ob das aussieht. Damit es also, ja, ihr wisst ja, dass es nicht natürlich ist, die ihr hier zuschaut. Aber damit es wenigstens einigermaßen schön aussieht,